الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Zu den herzbezogenen Gottesdiensten, den Ibadat, mit denen Allah Ta'ala seine Diener verpflichtet hat, gehören das Vertrauen auf Allah und die aufrichtige Abhängigkeit von ihm, das Gute sich ihm anvertrauen und die Angelegenheiten ihm zu überlassen, um Nutzen zu erlangen und Schaden abzuwenden. Diese Dinge gehören zu den wichtigsten Pflichten und sind Kennzeichen des Imans, Bedingungen für den Glauben. Und sie sind Ursache für die Stärkung des Herzens sowie für die Beruhigung und Zufriedenheit der Seele. Das Vertrauen auf Allah ist eine Eigenschaft der Propheten. So hatte der Freund des Al-Abamas, Ibrahim, festes Vertrauen auf Allah Azza wa Jalla, als er ins Feuer geworfen wurde, woraufhin ihn Allah Ta'ala bewahrte vor dem Übel, das sie ihm antun wollten. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte festes Vertrauen auf Allah. Auf seiner Auswanderung nach Medina verbarg er sich in der Höhle Hira vor seinen Feinden, die in Hörreichweite waren. Doch er vertraute darauf, dass Allah ihn erretten würde und sein Versprechen erfüllen würde. Und er sagte zu Abu Bakr radiallahu anhu: Was meinst du zu zweien? Was denkst du über zwei, deren Dritter Allah ist? Das Vertrauen auf Allah ist eine Eigenschaft der Gottesfreunde. Yahya ibn Mu'adh sagte: Drei Eigenschaften zeichnen die Gottesfreunde aus. Das Vertrauen auf Allah in allen Dingen, die Genügsamkeit mit ihm statt allen Dingen und die Rückkehr zu ihm in allen Angelegenheiten. Es ist auch eine Eigenschaft der Asketen, der asketischen Gottesdiener. Hatim al-Asam wurde gefragt, was ist das Hauptstück, die Mitte und das Ende der Askese, der Enthaltsamkeit? Er sagte, das Hauptstück der Askese ist das Vertrauen auf Allah, das sich verlassen auf Allah. Die Mitte ist die Geduld und das Ende ist die Aufrichtigkeit. Das Vertrauen auf Allah lässt den Diener mit Allah zufrieden werden und die Hoffnungen auf das verlieren, was in den Händen der Menschen ist. Das Vertrauen macht den Diener zu einem festen Felsen, den keine Stürme erschüttern und dessen Wurzeln keine Schicksalsschläge entwurzeln können. Hatim al-Asam sagte: Wer in vier Dingen beständig ist, der wendet sich im Wohlgefallen Allahs. Das erste ist das Vertrauen auf Allah, dann das sich ihm anvertrauen, dann die Aufrichtigkeit und dann die Erkenntnis. Und Abu Hazim wurde gefragt: Abu Hazim, was ist dein Vermögen? Was ist dein Besitz? Er sagte: Mein Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, und meine Verzweiflung an dem, was in den Händen der Menschen ist. Allah hat gegenüber sich selbst beschlossen, dass er den recht leitet, der an ihn glaubt. Die Bestätigung dafür ist im Buch Allahs: Wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. Und er genügt dem, der auf ihn vertraut. Wer sich auf Allah verlässt, für den genügt er. Und er vergilt dem, der sein Vermögen ausgibt. Wer ist es, der Allah ein schönes Darlehen gibt, das er ihm vielfach vergelten wird? Und er schützt den, der Zuflucht vor seiner Strafe sucht, und haltet fest an Seil Allahs. Und festhalten ist das Vertrauen auf Allah. Und er erhört den, der ihn aufruft. Und die Bestätigung hierfür ist die Aussage Allahs: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, siehe, ich bin nahe, ich erhöre den Ruf des Bittenden, so wenn sie mich anrufen. Das Vertrauen auf Allah ist auch ein Beweis dafür, dass der Diener den Hilfeersuch bei Allah verwirklicht hat, der in der Surat al-Fatiha erwähnt wird. Dich alleine beten wir an und dich alleine bitten wir um Hilfe. Der Hilfeersuch bei Allah basiert auf dem Vertrauen auf Allah und der Abhängigkeit von ihm. Denn ein Mensch kann jemanden vertrauen, ohne von ihm abhängig zu sein, weil er ihn nicht benötigt, weil er nicht abhängig von ihm ist. Und er kann von jemandem abhängig sein, ohne ihm zu vertrauen, da er ihn braucht und abhängig von ihm ist. Doch Allah alleine ist es, in dessen Hand alles steht, der in allem um Hilfe gebeten wird, während die Diener nichts in der Hand haben und die Hilfe ihres Herrn in allen Dingen benötigen.
Wer sich mit dem Vertrauen auf Allah schmückt, dem steht das Paradies zu. Shaqiq al-Balkhi sagte, wer drei Eigenschaften verwirklicht, dem gewährt Allah das Paradies. Die erste ist, Allah den Erhabenen und Majestätischen mit seinem Herzen, seiner Zunge, seinem Gehör und all seinen Gliedmaßen zu erkennen. Die zweite ist, dem, was in Allahs Hand ist, mehr zu vertrauen als dem, was in seiner eigenen ist. Und die dritte ist, mit dem zufrieden zu sein, was Allah ihm zugeteilt hat, um die feste Überzeugung zu haben, dass Allah der Erhabene alles sieht. Eines der hervorstechendsten Beispiele für das Vertrauen des Muslims auf Allah ist sein Vertrauen darauf, dass er die Not und Drangsal löst. Niemand außer ihm. Wie oft erlebt der Diener eine große Not und Drangsal, von der er meint, es gebe keinen Ausweg von ihr und keine Rettung. Doch wenn er auf Allah vertraut und an seine Macht denkt, dann wird die Bedrängnis klein in seinem Herzen oder sie löst sich schnell auf, weicht und vergeht. Dein Vertrauen auf Allah soll nicht getrübt werden von Schicksalsschlägen, die dich umgeben oder dich selbst betreffen. Vielmehr sind dir in allem, was um dich geschieht, subtile Gnaden deines Herrn, die du nutzen kannst. Sogar das Blutbad um dich herum, das heute vergossen wird von den Märtyrern der Umma. Es soll dich aus deiner Nachlässigkeit aufrütteln, deine Sicht auf die Welt, die Dinge und Ereignisse verändern und dich alles neu bewerten und korrigieren lassen. Siehe, wie die Sache Palästinas die Muslime in allen Ecken der bewohnten Welt vereint hat und in ihnen den Geist der Solidarität und Barmherzigkeit entfacht hat, den Geist der Einheit. Dass du fühlst, dass der Beschuss auf Gaza auf dein eigenes Haus gefallen ist, nicht auf ein fernes, abgelegenes Land. Du siehst es, als wäre es in Sichtweite, als wärest du Teil dieses Körpers, der leidet, wenn ein Glied leidet und der davon mit Fieber und Schlaflosigkeit ergriffen wird. Dass du besorgt bist um das, was geschieht, die Sorge um eine große Sache trägst, die keinen Platz für Dummheit, Spielerei, Feigheit und halbe Lösungen, keine Schmeicheleien, auch nicht bei den Nächsten, keine persönlichen Interessen und keine individualistische Kosten-Nutzen-Rechnungen, wie groß Nutzen und wie groß der Verlust auch sein mag. Dass du fühlst, du müsstest irgendetwas tun, wie klein es auch sein mag. Und dass du fühlst, dass es ein Bedürfnis in dir ist, keine Pflicht, der du ledig werden willst. Dass du das fühlst, nur das zu fühlen, das alleine ist der erste Schritt auf dem Weg zum Sieg. Und dieses Gefühl alleine war im Lauf der Geschichte der Brennstoff, der die Schicksale der Völker verändert. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Buch, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht eher, als bis sie zuvor das ändern, was in ihren Herzen ist. Ein Muslim, der auf sein Herz der Herrn vertraut, der sagt die Wahrheit und fürchtet den Tadel der Tadler nicht. Und wisset, dass der Medienkrieg ein wesentlicher Teil jedes Krieges ist. Alle Nationen haben gelernt, wie man die militärischen, politischen und sozialen Kriege medial führt. Wir aber glauben immer noch der Propaganda des Kontrahenten und an die Verschwörungstheorien, die mehr Illusion als nackte Tatsachen sind. Wir helfen der Propaganda, sich bei uns auszubreiten. Wir machen unsere eigenen Stimmen klein und heben das Niedrige hoch und erniedrigen das Hohe. Du hörst Leute sagen, was machen wir schon mit unseren Stimmen? Was wird meine einzelne Stimme ändern? Oder der Tweet, den ich gemacht habe, oder der Like, oder das Teilen eines Beitrages, oder der Boykott dieses Produktes, oder mein Rücktritt von der und dieser Stelle, oder der Euro, den ich ausgegeben habe, was macht der denn schon aus? Und das ist dieselbe Propaganda, die die Heuchler einst gemacht haben, als sie sagten, Allah ist erhaben, er braucht das Handvoll Getreide von dem nicht. Und daraufhin sagte Allah Ta'ala, diejenigen, die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen ihrer Gaben verspotten und die außer ihrer eigenen Bemühungen nichts finden, werden von Allah verspottet.
und schmerzhafte Strafe erwartet sie. Und sind Millionen Stimmen nicht nur Stimme um Stimme um Stimme? Ist das große Feuer nicht aus winzigen Funken entstanden? Und wenn deine Stimme wertlos wäre, warum ruft dich dann die Welt zum Schweigen auf? Und selbst wenn sie tatsächlich wertlos wäre, allein um deiner Zugehörigkeit zur Umma willen und aus dem Gefühl heraus, dass du ein Bestandteil dieser Umma bist und in dem Maße beitragen möchtest, dass dir möglich ist, das ist schon Sieg und Lohn. Liebe Geschwister, dieser Schmerz und jeder andere Schmerz kann nur der Allwissende der verborgenen Dinge stillen und dieses Not enthüllen. Der den Bedrängten erhört, wenn er ihn anruft. Der Muslim verzweifelt nicht an den Ereignissen und wird nicht schwach angesichts der Prüfungen, sondern er muss versuchen, sich in der Entschlossenheit der Starken und im Willen der Aufrichtigen davon zu befreien. Sein Vorbild darin ist der Anführer der Gesandten und der Imam der Standhaften. Denn ihn und seinen edlen Gefährten trafen an Drangsal, Prüfung und Leid Dinge, bei denen einem die Haut schaudert. Doch sie wurden nicht schwach, nicht mutlos und nicht verzagt, sondern begegneten diesen Schicksalsschlägen mit Geduld und Standhaftigkeit. Allah Ta'ala sagt, diejenigen, denen die Leute sagten, die Menschen haben sich schon gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Das aber steigerte ihren Glauben nur und sie sagten, Allah genügt uns, er ist der beste Beschützer. Allah hat seinen Dienern versprochen, dass nach der Enge Weite kommt, nach dem Leid Genesung, nach der Härte Wohlstand und nach der Schwierigkeit Erleichterung, denn er sagt, denn gewiss mit der Schwierigkeit kommt Erleichterung. Gewiss mit der Schwierigkeit kommt Erleichterung. Daher ist Schwierigkeit nie ohne begleitende und anhaltende Erleichterung. Allahumma gfir lana dhunubana wa tajawaz an sayyiatina. Allahumma gfir lana dhunubana jillaha wa diqqaha, zahiraha wa batinaha, ma alimna minha wa ma lam na'lam. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك حتى نلقاك اللهم يا مجيب المضطرين انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض اللهم ارفع عنهم الظلم والقهر اللهم ارفع عنهم الظلم والقهر والحصار ومكن لهم في الأرض بقدرتك يا قوي يا متين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين